Wir haben ja eben schon über das TV-Duell gesprochen. Wer mag wohl der Sieger am gestrigen Abend gewesen sein? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Der junge Mann, der jetzt zu uns kommt, ist Bundesvorsitzender der Jungen Union, die Jugendorganisation von der CDU. Und ich bin mal gespannt, wer nach seiner Meinung das TV-Duell gestern gewonnen hat. Bitte begrüßen Sie Philipp Missfelder. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Missfelder. Herzlich willkommen. Tag, Herr Raab. Wer hat das Duell gewonnen gestern? Die Kanzlerin natürlich. Ah, okay. Überrascht Sie, ja? Das überrascht mich, dass Sie das sagen, vor allen Dingen. An welchen Eckpunkten machen Sie das fest? Naja, ich finde schon, dass bei so einem was mich am Fernsehduell gestört hat, waren die vier Moderatoren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Moderatoren ist nerven grundsätzlich, finde ich. Ja, ich finde, ein Moderator macht das Leben halt ein bisschen einfacher. Ja. Und wenn ich die Moderatoren beurteilen müsste, dann würde ich sagen, hätte Herr Plasberg am stärksten abgeschnitten. Aha, aber okay. Ich finde, dass das doch sehr technisch war gestern und wahrscheinlich haben deshalb auch so viele Leute ausgeschaltet, weil es haben ja 7 Millionen Leute weniger geschaut als noch vor 4 Jahren. Ist das so? Also, glaube ich. Ich habe es zusammengezählt. 7 Millionen Leute weniger? Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber es war auch unglaublich langweilig. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe es mir in der ARD angeguckt. Das ist auch immer interessant. Ja? Also, bei Sat.1 haben es nicht mal halb so viele gesehen wie bei RTL. Genau das Gleiche. Was sagt uns das? Ja, irgendeine Präferenz scheint es zu geben. Es gab ja noch ein Vorprogramm, ein Warm-up und dann nachher noch Analysen wie beim Fußball. Also das kommt, glaube ich, auf den Geschmack der Leute an. Ja. So, jetzt haben wir natürlich hier auch bei uns im Publikum eine kleine Abstimmung gemacht. Das machen wir jeden Tag. Da sah es in den letzten Wochen für die CDU gar nicht so schlecht aus. Ja, habe ich gesehen, ja. Das war bei der vergangenen Wahl doch sehr anders. Und ich bin mal gespannt, wie unser Publikum heute abgestimmt hat. Wenn heute Wahlen wären, das ist mit eins der besten Ergebnisse für die CDU. Oder haben Sie hier Ihre Kumpels mitgebracht und die haben hier alle... Die sind da nicht reingelassen worden, ja? Sonst wäre es noch besser gewesen. 42,4%, ja, 29,6% für die SPD und 17,4% für die FDP. Das wäre eine klare schwarz-gelbe Mehrheit. Die Grünen heute nur mit 8,3%. Die hatten wir aber auch schon deutlich zweistellig. Und die Linken nur mit 2,3%. Wäre das so ein Wunschergebnis für Sie? Ja, das wäre auf jeden Fall super. Ich kann nur sagen, ich war ja vor 4 Jahren bei Ihnen schon mal in der Wahlsondersendung. Ja. Und Sie sind ja mit dem Wahlergebnis damals, was Ihre Zuschauer gewählt haben, näher dran gewesen als alle anderen Umfrageinstitute. Und insofern, diesmal wünschen wir das natürlich auch. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie aussagekräftig das ist. Das kann man ja natürlich aufgrund der Altersstruktur im Publikum nicht genau sagen, weil natürlich hier ein sehr junges Publikum sitzt. Wir reden gleich weiter. Ich habe noch ein paar sehr interessante Fragen, mit denen ich auf Sie zukommen möchte. Immer ein kleines bisschen Werbung. Stefanie Heinzmann aus ihrem brandneuen Album Roots to Grow. Das hier ist es. Und der Titel heißt auch Roots to Grow. Ja, Philipp Missfelder, Bundesvorsitzender der Jungen Union, bei uns zu Gast. Ja, der Wahlkampf ist so unglaublich langweilig. Ich weiß gar nicht, was Sie jetzt eigentlich noch punkten wollen. Sie sind doch eigentlich auch zufrieden, wenn es wieder zu einer großen Koalition kommt, oder? Auf keinen Fall. Also ich kenne das hat sich gestern so angehört. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, heute schreiben es alle so, aber ich war jetzt 4 Jahre lang Teil dieser großen Koalition und das geht einfach nicht mehr weiter. Man kann nicht mit Sozialdemokraten zusammen regieren. Das tut so weh. Also deswegen, dafür haben Sie es aber lange und sehr kuschelig gemacht. Ja, aber es tat richtig weh. Ja. Und das nochmal 4 Jahre auf keinen Fall. Und gestern war es auch so kuschelig. Ich sag Ihnen, wenn es dann doch nicht klappen sollte mit der FDP, dann machen Sie es wieder. Also. Ja, was sollen Sie sonst machen? Ey, Politiker lügen ja gerne manchmal. Oder Jamaika. Wie sieht's aus mit Jamaika? Fände ich besser. Fänd ich besser. Ja gut, ich meine, mit Frau Roth und Herrn Trittin ist auch schwierig. Aber Jamaika fände ich besser als große Frau Koalition. Frau Roth kommt übrigens morgen. Ich frage Sie mal. Gott sei Dank, haben Sie einen schönen Abend morgen. Ja. Ja. Ich glaube, die ist auch auf Kuschelkurs. Da bin ich mal gespannt.
Wäre zumindest mal ein neues Projekt bundesrepublikanisch gesehen in einer Jamaika-Koalition, falls es nicht reicht für Schwarz-Gelb. Kurs mit Frau Roth, nee. Also. Ja, wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Ich bin mal gespannt, welche Ziele Frau Roth morgen hat. Morgen auch noch zu Gast, zusammen mit Frau Roth, der Ehemann von Frau Roth, Michael Mittermeier. Und nee, das war ein Spaß. Ne? Ja. Jetzt kommt Galileo Mystery. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Herr Missfelder. Vielen Dank.